Alle guten Dinge sind drei und ein legendäres Hallo zu The Legend of Zelda Twilight Princess für Wii. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Und jetzt öffnen wir diese Tür und gehen hier durch. Ja, wieso alle guten Dinge sind drei? Das ist bereits das dritte Mal, dass ich diesen Part aufnehme. Ja, das heißt, ich bin nicht happy darüber. Und guck mal, wir haben hier einen Dodongo. Zack! Und wenn wir diesen Schwanz hier kaputt schlagen, oder seinen Schwanz, dann wird er besiegt, Leute. Das ist doch cool, oder? Und jetzt müssen wir hier nur kurz ein bisschen herumspringen. Aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Weil wir ja nicht wollen, dass unser Holzschild kaputt geht. Das war, meine Güte, war das knapp. Und da haben wir ihn da durchgetroffen. Das ist doch schön. Ja, dann rollen wir hier die Sachen nicht kaputt, sondern zerschlagen sie. Und wir sind am Ende des Raums angekommen und haben hier so eine schöne Kette an irgend so einem Teil. Und wenn wir irgendwo Ketten sehen, ziehen wir natürlich daran. Und wir ziehen hier irgendeinen Block raus. Und das bringt uns den Vorteil, dass wenn wir jetzt ein gutes Timing haben, was wir auch haben, sehr schön, sehr schön, hier schön durchflitzen, dann kommen wir hier durch. Und bloß nicht zerquetschen lassen. Juhu. Okay, wo landen wir jetzt? Mineralvorkommen. Ja, hier schön Wasser und wie in so vielen Teilen der The Legend of Zelda-Serie, wo es Eisenstiefel gibt, sinkt man mit ihnen auch auf den Boden, wenn wir im Wasser sie anziehen. Jedoch brauchen wir Luft, deswegen gehen wir schnell auf den Schalter und oh! Ja, Leute, ihr seht schon, magnetisch. Die Eisenstiefel hier sind aus Eisen, deswegen sind sie magnetisch und wir können auf diesen Platten hier rumlaufen. Das Nervige ist aber, dass die recht laut sind und man nicht unbedingt wie ein junger Hase herumsprinten kann. Und wo sind wir hier denn jetzt? Was ist bei Thurn für einer? Ich hatte irgendwie gespürt, dass hier etwas ist, aber ein Mensch, das ist eine Überraschung. Nun, wenn Don Coron dir vertraut, dann werde ich wohl deine Kräfte auch nicht in Zweifel ziehen. Ich bin einer der vier Ältesten der Goron, man nennt mich Don Ziegel. Du bist ein tapferer junger Mensch und du wirst deine Kraft einsetzen, um unser Volk zu helfen, nicht wahr? Du erhältst ein Schlüsselfragment. Sammle alle drei, um sie zum Schlüssel zusammenzufügen. Das ist ein Fragment des Schlüssels, ups, zu dem Raum, in dem unser Oberhaupt Grogor eingesperrt ist. Der Schlüssel ist in drei Fragmente zerbrochen. Die Ältesten bewahren jeden eins auf. Also mach dich auf den Weg, um rasch zu den anderen Ältesten zu kommen. Machen wir, danke, Opi. Und wir können hier kein Schwert ziehen, sowie keine Items. Nur das da und das da. Wollen wir kämpfen? Auch die beiden anderen Ältesten beten an den heiligen Stätten hier in der Mine. Finde die drei Fragmente des Schlüssels und rette unseren von bösen Dämonen heimgesuchten, notleidendes Oberhaupt. Alles klar. Aber davor nehmen wir diese Kiste mit. Und was ist hier drin? Die Dungeon-Karte, sehr schön. Da schauen wir doch direkt da drauf, werfen wir einen Blick darauf. Okay, wir haben. Ja, so. Wir haben hier erstmal das da. Die Dungeon-Karte, so, hilft uns immer. Und dann noch das, das Schlüsselfragment. Es gibt noch zwei weitere, das heißt, wir müssen drei Räume finden. Und hier ist so ein bisschen drin, also Eingangszeugs. Und hier geht's dann richtig los. Das wird hier richtig voll sein. Der Bossraum wird höchstwahrscheinlich das, weil er ganz außen ist und schon kreisrund und so. Halbboss könnte vielleicht da sein, das bezweifle ich. Vielleicht eher sowas. Na, wer weiß.
Dann schauen wir hier nochmal kurz in die Truhe, wo wahrscheinlich auch nur Rubine sein werden. Aber die nehmen wir natürlich mit. Also wir öffnen die Truhe und checken das ab, einfach damit wir es haben. Aber mitnehmen können wir leider nichts mehr, weil wir eine volle Geldbörse haben. Wir sind einfach zu rich, Leute. Tip, 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 tupi, tupi, tup. Und der aufmerksame Zuschauer hat vielleicht schon etwas bemerkt, ein komisches Geräusch. Die Tante! Puh, endlich draußen. Oh, der nette Junge von neulich. Schön, dich zu sehen. Reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst. Jederzeit. Genau, und damit können wir den Dungeon verlassen und das werden wir höchstwahrscheinlich auch ab und zu mal machen. Wie hier schon die Mucke wieder anfängt. Krass. Ja, gehen wir durch die Tür und bereisen den Raum. Und wir können nicht nur herumlaufen an diesen Magnetwänden, sondern auch mit dem Schwert kämpfen. Und ja, das wird voll cool. Autsch. So, und zack. Klitsch. Uff. Ja, Leute, jetzt haben wir hier so ein kleines Labyrinth und müssen herausfinden, wohin wir müssen. Weil ich das aber leider zum Glück schon dreimal gemacht habe, weiß ich genau, wo es hingeht. Und zwar dahin. Ja, ich will das jetzt eigentlich nicht wegschneiden, weil ich meine Let's Plays eher wie Walkthroughs halten will. Das heißt, alles zeigen. Und so wenig Effekte und Zusatzsachen wie möglich einfügen. Ja, da könnt ihr jetzt ein bisschen überspringen, wenn nicht, könnt ihr ein bisschen mit mir reden. Wie geht's euch, Leute? Was habt ihr heute so gemacht? Schreibt's doch jetzt in die Kommentare. Ja. Über was könnten wir noch reden? Über Schokolade, Leute. Esst ihr Schokolade? Und wenn ja, welche? Weiße oder schwarze? Weil schwarze Schokolade soll ja... Na los, los, komm schon. Sehr schön. Soll ja gesund sein. Das soll Herzinfarkte beruhigen. Oder minimieren. Und da greifen wir lieber eine Minute früher an, bevor uns das Teil hier runterkickt und wir in die Lava fallen und den ganzen Weg von vorne laufen müssen. Ja. Ich glaube, ich esse keine Schokolade so. Weil mir das einfach nicht schmeckt. Ich bin kein süßer Menschtyp. Ich bin nicht verwirrt, wie ihr glaubt. Uff. Und jetzt sind wir wieder im Hauptraum. Ein Schalter. Ausgezeichnet. Da werden wir die jetzt direkt verprügeln. Boom und zack. So, und jetzt laufen wir hier herum. Und Fangschuss. Ja, sehr schön, sehr schön. Da haben die sich gegenseitig getroffen. Nein. Und zack. Super epic. Epic Games. Jetzt gehen wir auf den Schalter und aktivieren diesen Elektromagneten. Okay, wow. So, jetzt müssen wir hierhin die anziehen und warten, bis das Teil hier wieder vorbeikommt und uns hier abfällt. Uff. Da wir das jetzt auch aktiviert haben, müssen wir den ganzen Weg nicht mehr von vorne gehen, also zu diesem kleinen Goron und wieder zurück, sondern können direkt... Ich laufe einfach nur herum. So, und Fangstoß. Komm schon. Ah, sehr schön. Da können wir jetzt direkt mit dem Magnetteil dorthin. Und ja, und von hier aus geht es wiederum woanders hin.
Jetzt machen wir die Mine mal wieder, bringen wir sie in Topform. Boom, erwischt. Und Fangstoß. Ey, der Fangstoß ist schon cool. Boom. Alter, doppelte okkulte Kunst eingesetzt. Nice. Machen wir hier noch alles kaputt, weil wir ein totaler Randalereif sind. Und holen uns diese 5 Rubine ab, die uns nichts bringen. Absolut gar nichts. Gehen wir jetzt durch die Tür in den nächsten Raum. Wow. Ja, ich weiß natürlich auch schon, was wir hier zu tun haben, weil ich hier schon jetzt schon zum dritten Mal bin. Ja. Das ist auch angenehmer für euch, weil dann muss man nicht so viel wiederholen, weil der ist ein bisschen fies, weil er einen den Weg nochmal von vorne laufen lässt. Wenn man nicht weiß, dass hier hinten eine kleine normale Truhe ist. Ja, ja. Und die ist sogar wichtig, weil... hier ein Schlüssel drin ist, mit dem wir nicht weiterkommen würden. Ohne den. Ohne den wir nicht weiterkommen würden. So, und jetzt können wir hier schön entlang schwimmen und das Rätsel lösen. Dafür müssen wir hier runter mit den Eisenstiefeln den Stein schnell verschieben. Aber nicht viel, weil wir müssen eigentlich nur hier durch. Und bevor wir trinken, so wie dieser Schädel da unten, steigen wir wieder empor und drücken den Knopf hier. Und da wird schon der nächste Magnetstrahl aktiviert. Und guck mal, Leute. Alter, nice. Und wir torkeln weiter. Sehr schön. Und wir können die schon absetzen, aber am besten nicht zu früh, weil man, wie gesagt, sonst den ganzen Weg wieder runterläuft und ich bin fast runtergefallen. Der Link, der hört nicht auf meine Connections, ey. Cool, oder Leute? So, und jetzt müssen wir das wieder machen. Und zwar so runter und anziehen. Zack! Jetzt laufen wir hier ein bisschen herum. Das war voll cool. Was komisch ist, dass Links Schwert und Kettenpanzer nicht angesogen werden. Aber okay. Die sind halt aus besonderem Eisen gemacht, die Stiefel. Wieder 20 Rubine, die wir nicht mitnehmen können. Aber ein Schalter, den wir aktivieren können. Und wenn ihr euch gefragt habt, hä, wieso hast du den nicht einfach abgeschossen? Das hätte nicht funktioniert. Ich kann euch das ja hier mal kurz präsentieren. Genau. Zack. Seht ihr? Funktioniert nicht, sondern nur mit etwas Stärkerem, wie einem Schwertschlag. Und schnell Fangstoß, sehr schön. Und von hinten angegriffen. Geilo. So, bei den Kollegen müssen wir aufpassen, weil die hier den hier ausfahren. So, wir verbrennen, hallo. Das war jetzt relativ knapp, weil unser Schild nämlich auch verbrennen kann. Und da habe ich echt zero Bock drauf. Also wirklich unglaublich wenig Bock. Ein Herz wäre schön, damit wir den Viertelschaden hier ausgleichen können. Und dann laufen wir hier geschwind hoch, ziehen unsere Eisenstiefel an und es geht weiter und wir rollen komplett gegen die Wand nach oben. Sehr schön, und dann können wir schon direkt den hier machen, die Seile lösen und hier durch. Und ihr seht schon, da wird der Schlüssel gebraucht. Wir können auch hier noch runterlaufen und die Krieger abchecken. Aber ich gehe lieber direkt hierher. So, zack. Was haben wir denn hier? Die schießen uns mit Feuerpfeilen an. Die erwarten uns. Aber die Mine sieht schon cool aus. Also... und wir haben hier wieder solche Magnetteile. Und wir verstecken uns am besten, so dass die uns nicht treffen können.
Ah, wir können hier hochklettern. Oh, nice. Okay, und schnell durch. Aha. Kriegt dann nicht. Eierlach. Okay, dann schauen wir mal kurz hierher. Also, wir haben schon ausgemacht, dass hier wahrscheinlich der Boss oder sowas ähnliches sein wird. Das heißt, wir müssten vielleicht irgendwie hierher. Dann würde ich sagen, da uns das da auch nach links führt und nicht nach rechts, würde ich jetzt versuchen, den Raum da anzusteuern. Aber der hat auch einen Schlüssel oder ein Schloss vor sich. Und ich habe keine Lust, mich von den Bobs hier treffen zu lassen. Und noch weniger vor dem da. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier hin, checken die Truhe ab. Das ist ein kleiner Schlüssel. Lol, dann können wir ja direkt hier rüber. Perfekt. Am besten wieder nicht treffen lassen. Obwohl die uns recht aggressiv beschießen und dann können wir hier durch. Das läuft doch wirklich wunderbar. So, jetzt haben wir hier eine riesige Plattform, über die wir auch schnell springen können. Haben wir das da und dann könnten wir hier auch schon rüber und schnell die Sachen aktivieren, weil wir ja nicht vor die Hunter gehen wollen, beziehungsweise hier runter. Ich weiß nicht genau, was hier unten ist. Oh, das war knapp. Das war knapp. Huch. Okay, und schnell durch. Sehr schön. Dann können wir jetzt in diesen kleinen Raum da, wo wir vielleicht irgendwie sowas wie ein... Oh, wir kommen zu dem, wir kommen zum nächsten. Oh, erstaunlich, dass du es unversehrt bis hierher geschafft hast. Ich bin einer der vier Ältesten der Goro und man nennt mich Don Ebizo. Wenn du es bis zu mir geschafft hast, weißt du sicherlich schon Bescheid, oder? Also nimm das hier und zieh deines Weges. Du erhältst dein Schlüsselfragment. Sammle alle drei, um sie zum Schlüssel zusammenzufügen. Ah, jetzt da ich dich vor mir sehe, fällt es mir wieder ein. In dieser Mine soll es eine Waffe geben, die ein Held aus alten Zeiten hier zurückgelassen hat. Sie ist sehr wertvoll und wird seit Generationen von uns aufbewahrt. Jetzt, da unser Volk in Not geraten ist, könnte sie dir vielleicht von Nutzen sein. Die Waffe des Helden wird an einem geheimen Ort tief im Inneren des Berges aufbewahrt. Sprich mit dem Wächter und empfange die Waffe aus seiner Hand. Jo, du... rauchender Typi. Schon die Pfeife, Alter. Ist ja voll kaputt, aber einigermaßen chillig, würde ich sagen, hier. Ein paar Stühle, Bilder, Handabdrücke. Eine Truhe, die wir natürlich abchecken werden. 10 Rubine. Ah, das heißt 10 Rubine, wenn das in der Truhe ist, können wir noch mitnehmen. Okay, das ist doch sehr gut. Dann bleibt keine Truhe übrig. Oder eine weniger. Ja, Leute, nochmal kurz auf die Karte. Wir sehen schon, wir haben 2 Stück. Jetzt brauchen wir nur noch einen und dann ist der Boss-Schlüssel eigentlich fertig. Sehr schön. Aber ist auch ein guter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Was meint ihr, Leute? Ich würde sagen, wir beenden hier auch den Part. Es war mir eine Freude, euch hierher zu begleiten und wir sehen uns schon sehr bald zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess für Wii. Bis dann.